danach denke, und ich weiß, dass ich noch aktiv bin, ich bin mittlerweile auch schon 70, und die Gaulle hat gesprochen, und das weiß ich noch im O-Ton, da war ich im Schüleralter, vom Europa der Vaterländer. Und die EWG, wie sie damals installiert worden ist, von de Gaulle, von Adenauer und so weiter, das war ja die Uridee, die uns das Wirtschaftswunder beschert hat. Aber es war eben unter dieser Prämisse. Und heute, wenn ich EU höre, dann weiß ich, was mir die EU vorschreibt, welche Glühbirnen ich zu verwenden habe, wie viel Watt ein Staubsauger haben muss, wie viel Watt Herr Schulzens Föhn haben darf und solche Dinge wie griechisches Olivenöl in dem Gasthaus zu kredenzen ist, nämlich mit Flaschen im Originalzustand, wo das Verfallsdatum drauf ist. So stellt sich mir die EU heute dar, dass man hier ein Kunstgebilde mit unendlicher Bürokratie schafft, zum Nachteil von uns Bürgern. So muss ich das leider mittlerweile sehen, als ganz normaler Bürger. Da vielleicht noch eine kleine Bremer Geschichte dazu. Ich habe den Gedanken Europa der Vaterländer in einem meiner Reden so nebenher benutzt. Da wird man von der Fraktionsvorsitzenden in Bremen, Frau Dr. Maike Schäfer, unterbrochen und als Nationalsozialist beschimpft, wenn man diese Phrase gebraucht. Ich konnte dann, man hat immer 30 Sekunden Einwendung, wenn man persönlich angegriffen wird, wenn der Name des Abgeordneten fällt, darf man noch einmal 30 Sekunden was sagen. Ich habe Frau Maike Schäfer nur darüber aufgeklärt, dass es nicht Hitler ist, sondern Charles de Gaulle. Ich glaube tatsächlich, also das glaube ich wirklich, die kennt ihn nicht. Also das ist der Bildungszustand im deutschen Landesparlament. Und wie gesagt, wenn wir davon erstmal wieder anfangen, von diesem Bremer Thema, das ist erschütternd. Die Leute wissen nicht, wovon sie reden, die diese EU-Gedanken vorantreiben. Man glaubt immer, das sind die großen Helden. Tatsächlich ist auch die eigene Geschichtsfälschung innerhalb des Europaparlaments durch diese ewigen Antragszettel, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, nicht, aber jeder Antrag in der EU, der diese Auflösung der Nationalstaaten vorantreibt, der ist so dünn, der Antrag. Und so dick davor stehen die ganzen Sachen, die vorab gelaufen sind. Hunderte von anderen Anträgen, von Rechtsakten und so weiter. Mit anderen Worten, was macht man damit? Oder was will man damit sagen? Das ist eine kontinuierliche, man spinnt sich ein in eine kontinuierliche Bewegung zur Abschaffung der Nationalstaaten. Ich sage nur als Historiker, also das kann ich Ihnen wirklich sagen, als Historiker, man bricht in so ein Konstrukt zusammen. Wenn der Souverän sagt, wir wollen ein anderes Geschichtsbild haben, dann ist Schluss damit. Und das ist eben diese Gefahr der Geschichte, deswegen wir Deutschen davon entfremdet werden. Also wir sollen den Quatsch glauben, den die EU sich selber als irgendeine Fantasie, wenn wir sagen, Schluss. Dann ist Schluss, so wie die Briten mit dem Brexit, deswegen regen sich doch Leute auf. Die kriegen es doch nicht auf, unsere Politiker, weil die aus dem Euro aussehen, das interessiert die überhaupt nicht. Ob das positiv oder negativ für Großbritannien ist, weil Großbritannien ist ohne Interesse für diese Menschen, genauso wie Deutschland ohne Interesse ist. Sondern die regen sich deswegen darüber auf, weil die Deutschen auf die Idee kommen können, dass Schluss ist, wenn Schluss ist. Und das ist erschütternd für einen Politiker. Also das ist das ganze Geheimnis dieser Sachen. Ich denke auch, wenn wir Deutschen sagen, wenn wir uns wieder zu unserer deutschen Geschichte bekennen, ist morgen die Grenze zu. Das ist die Grundlage. Ich glaube nicht, dass das die Juristen für uns machen, sondern das ist der Willen, der sich irgendwann mal die Bahn bricht, wie 1989 in der DDR. Und nichts anderes. Und dann ist die Grenze zu am nächsten Tag. Und das sagt Ihnen keiner, das bringt auch keine Partei durch und das sagt auch kein Jurist, und das müssen wir selber machen. Irgendwann ist Schluss, wenn Schluss ist, wenn wir sagen, dass Schluss ist. Und das ist das Erschütternde für die Politiker, und deswegen möchte man ja auf diese kleinen Ebenen wie die Nation gerne abschaffen, weil es natürlich immer schwieriger wird, die Politiker unter Kontrolle zu halten, je größer die Abteilung ist, die von Brüssel regiert wird, und nichts anderes steckt hinter diesen Plänen.